Willkommen zur letzten Episode von Fury. Hoffe ich zumindest, denn das habe ich heute schon einmal gesagt, bei meinem ersten Versuch, das hier aufzunehmen. Leider ist mir andauernd die Capture-Software abgekackt. Ich hatte im Endeffekt 3 Minuten brauchbares Material und das war kacke. Ich habe den Boss eh nicht geschafft. Neuer Versuch heute. Ich bin jetzt ein bisschen mehr in der Übung drin, als jetzt bei der letzten Folge, die hochgeladen ist, die ihr schon kennt. Ich hoffe, meine Capture-Software macht es jetzt mit nach einem Neustart. Ich hoffe, das Beste. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ob das einfach jetzt zu viel Bildgewalt war, wobei kann ich mir nicht vorstellen, weil es teilweise schon bei manchen Bossen, glaube ich, viel krasser war. Und deswegen, aber wir hauen jetzt direkt rein. Ich werde es sehen. Falls muss ich gucken, wie viel brauchbares Material ich diesmal habe. Vielleicht lag es auch ein bisschen an der Playsee einfach, dass die. Wobei ich hatte kein schlechtes Bild. Es war wirklich nur beim Aufnehmen. Und ja. Vielleicht auch allgemein einfach die Capture Card, dass sie mal einen Neustart brauchte. In dem Moment. Und ja. Ich hoffe, ich. Ja. Es ist trotzdem ein paar Stunden her, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt hier was Maul kassiere. Es war nicht gerade eben. Es war vor gut 12 Stunden, dass ich versucht habe, das Ding aufzunehmen. Wir haben jetzt abends. Und direkt nach dem Ausstehen. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich ihn da schaffe. Wobei irgendwie schon, aber es war irgendwie klar, dass das nicht klappt. So, aber die ersten 4 Phasen habe ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut drauf. Kurz mal wieder reinkommen. Ich denke, das passt alles. Wie ich den Konzentration habe, passt das alles? Ah, den letzten Treffer noch kassiert. Solche Fehler, ne? Solche Fehler kosten einen dann echt das Leben. Und das ist mega ätzend. Das ist einfach mega ätzend. Ich verspreche auch nicht, dass ich ihn jetzt hier beim ersten Mal schaffe, denn im Gegensatz zu euch habe ich nämlich jetzt heute schon die Bullet Hell Phase gesehen, die letzte. Und ja, da bin ich immer gescheitert. Denn die ist echt asozial. Teilweise. Wobei ich mich auch sehr blöd angestellt habe, so wie jetzt gerade hier. Das war auch blöd. Manchmal möchte ich mich am liebsten selbst beschimpfen. Aber das sollte ich nicht tun. Oder sollte ich fast sagen, nicht mehr. So. Das war die 3. Phase. Jetzt hauen wir die 4. Phase noch durch. Und bei der Phase fing es dann bei meiner Capture-Software beim letzten Mal schon an, dass sie abgeschmiert ist langsam. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich leicht manchmal nach rechts gucke, in Situationen, wo es passt. Dann behalte ich das mal nämlich kurz im Auge. So wie jetzt zum Beispiel. Scheint alles zu laufen. Im Gegensatz zu meinen Ausweichkünsten gerade. Ja, absoluter Ranz. Ich weiß absolut nicht wie, aber jeder Treffer hätte uns jetzt gerade töten können und wir haben es trotzdem geschafft. Und die Capture-Software hat gehalten. Doppelter Erfolg. Yay. So. Jetzt wäre es der Hammer, wenn wir es beim ersten Mal schaffen, aber ich sag lieber nichts. Das war, glaube ich, jetzt schon zu viel gesagt. Denn jetzt seht ihr sie.
Das ist ja noch alles relativ, ne? Gemächlich, sagen wir es mal. Ne? Das ist auch nicht das, woran es scheitert. Das kommt alles noch. Die Lila-Kugeln sollte man abschießen, habe ich festgestellt. Denn die bomben sich dann auf. Genau so. Das sind meistens die, die ich mich nicht wegkriege. So. Das ist nämlich jetzt die schlimme Phase, die ich nicht so hingekriegt habe. Genau deswegen. Weil ich dieses Timing absolut scheiße einschätzen kann, ich Idiot. Dafür habe ich nämlich absolut irgendwie kein Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Und das ist dann die Dead-End-Phase, wo es dann scheitert, weil ich zu wenig Leben habe. Genau deswegen. Theoretisch wollte ich in der Phase volles Leben. Ich war nämlich da schon eine Phase weiter, habe sie nicht ganz gecheckt erst zum Schluss und da war es im Prinzip schon zu spät. Das war immer das Problem. So. Ich bin dann immer so ein Tick zu hektisch. Ja, das war jetzt absolute Scheiße. Das kann man direkt knicken. Hoho, was? Wirklich? So, und jetzt hier gilt es nämlich, sich den Weg durchzulasern. Was mit den dicken Lasern anscheinend nicht geht, okay. Das wollte ich nämlich noch ausprobieren. Das macht die Sache noch schwieriger. Yo, wahrscheinlich, ey. Ne, Freunde. What? Nicht mit so wenig Leben. Nicht mit so wenig Leben. Krass, okay. Ja, das war einfach das Problem. Das ist jetzt auch nicht so schwer, aber mit nur noch einmal getroffen werden, Ende, ist immer scheiße. Grundsätzlich. Und ihr seht, der Bosskampf ist echt eigentlich nicht schwer. Es ist wirklich einfach sehr, sehr viel. Und teilweise ist es auch einfach, weil ich es nicht hinkriege. Warum auch immer, das sei jetzt dahingestellt. Das gibt es doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wenigstens nur ein Schaden. Oh, da trifft mich die Kugel auch noch. Es ist zum Kotzen.
Ja, und das war's wieder. Und es scheitert einfach an dieser letzten Phase, die ewig um 3 Tage dauert. Und man kann die anderen Phasen noch so gut machen, es bringt einfach nichts. Man muss sie ja im Prinzip nur schaffen und die letzte, die bleibt halt einfach knüppelhart. Es ist schon nervig, dass diese Phasen hier so lange dauern. Weil wir haben jetzt schon, ihr seht es ja nicht, weil die, wie gesagt, die Aufnahmen davor halt im Arsch waren, dass ich die jetzt schon so oft gemacht habe. Ja, ja. Your mission was critical. Our survival depended on it. Dumm Kugel, ey. So. Weiter geht's. For them, you will remain a stranger, a danger. Wenn man das hier richtig nämlich durchzieht, dann überspringt man auch wirklich komplett alle Laserphasen. Aber wie gesagt, es bringt einem im Prinzip gar nichts. Man kann hier eigentlich im Prinzip es auch nur ganz knapp schaffen. Es hilft dann auch nicht mehr, solange man keinen ganzen Balken da verliert, unten am Rand von den 3 möglichen. Die sollte man auf jeden Fall übrig haben am Ende. Seen in any of us. Selfishness. Arrogance. A rider cannot put his interests before ours. Ja, das ist jetzt gemein hier. Och, so dämlich, was ich gerade hier tue. Och, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, weil ich gerade große Fresse hatte und sagte, eigentlich konnte ich das. Ihr habt's nicht gesehen. Niemand sowas sagen, ey. You left a conqueror and came back a traitor. Aber ich krieg ja zum Glück den Lebensbalken jetzt gleich wieder. Außer ich verkacke jetzt nochmal. Was noch trauriger wäre. Nein, natürlich nicht. So. Es geht nur ums Ausweichen und da kacke ich ab, ey.
schieße schon mal vorsichtshalber. Wenn der lila Kügelchen erscheint, dann war es da weg. Das kriegen wir eh nicht weg. Ja, ich Idiot. Nein, das versuche ich jetzt lieber nicht. Akzeptieren wir einfach, dass wir so ein bisschen Schaden gekriegt haben. Ist ja nicht viel gewesen. Ey. Teilweise gibt es das echt nicht, wie ich dir den Schaden fresse. Das ist ultimativ dämlich einfach. Man kann die auch zerschießen. Ja, gut zu wissen. Ja, okay. Eine neue Erkenntnis wenigstens. Hilft uns aber wirklich nicht weiter in der zweiten Phase. Ja, Leute, da ist kurzzeitig mal wieder die Capture-Software abgekackt. Ich habe jetzt ein paar Einstellungen geändert. Ich hoffe, es wird besser. Wir werden es sehen. Ich hoffe es doch sehr. Und bis dahin nehmen wir nochmal weiter auf jetzt hier. Und schauen wir. Und kassieren ordentlich Schaden mal wieder hier in der zweiten Phase. Leider weiß ich jetzt auch nicht ganz so. Ja, das sieht schon wieder scheiße aus. Wo die Capture-Software abgekackt ist. You are a traitor. Aber ich glaube, da habt ihr jetzt nicht viel verpasst, denn wir verkacken jetzt gerade eh. Und es ist einfach mega ätzend. Ja, und das war wieder ein Fehler. Ach, zum Kotzen. Zum Kotzen, wirklich zum Kotzen, dieser Boss. Und diese 1000 Bullet Hell Phasen einfach, die kommen da. Ja, geil. Das war ja super. Einfach mal die höchste Konzentrationsstufe einschalten. Komm schon. In dieser Kackphase. Ja. Läuft. Ich werde es niemals hinkriegen. Denn diese Phase kostet mich immer mein komplettes Leben. Ich bin einfach zu doof dafür, diese Phase zu schaffen. Es macht einfach keinen Bock mehr. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich diesen Boss jetzt schon mittlerweile heute gemacht habe. Und es scheitert immer nur an der letzten Phase und das ist einfach nervig. Und ich krieg's auch ums Verrecken nicht hin, in der zweiten Phase besser auszuweichen. Ach, Leute. Das ist echt mega nervig. Besonders, dass das einfach alles so viel Schaden macht, ey. Was heißt viel Schaden? Zwei Schaden, aber dafür, dass man so lange aushalten muss, ey, ist das schon ordentlich, was man da frisst. Also das ist nicht zu Unrecht der True End Boss. Diese kurzen Sequenzen immer dazwischen, die sind auch, wenn man die schon 3000 Mal gesehen hat, sind die mega ätzend.
Selbst Dark Souls ist teilweise echt leichter als das. Hast du keine scheiß Bullet Hell Phasen? Ja, scheißen, wie gut du bist. Du kriegst es trotzdem nicht hin, ey. Och, ey, ja, man merkt schon, wie genervt ich wieder bin. Weil ich noch nicht mal die Phase jetzt vernünftig hinkriege gerade. Destroy us to save this world that is not yours? I am disappointed in you, Ryder. Ja, ich bin auch selbst in mir enttäuscht, ey, dass ich das nicht hinkriege. Das verrecke nicht. Es war anfangs echt besser, die Phase.
so defective. So. Ach, ey. Wie hat mich das getroffen? You leave us no choice, Ryder. We will annihilate you. Ach, verdammt, ey, das gibt es nicht. Wieder ein doofer Fehler. Ah, du hast ein Leben verloren, ey. Ja, du hast zwei Leben verloren und noch ein Leben. Ja, schön. Und ich könnte echt kotzen. Ja, nochmal zwei. Und das war es eigentlich im Prinzip auch schon wieder. You are a traitor. Ja, wie soll ich das mit vier Lebenspunkten schaffen? Never. Ja, da. Das war's jetzt. Das war das Todesurteil. Und da ist vorbei. Und ich wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Dieses Spiel wirklich. Bis dahin war es ja echt lustig und hat Spaß gemacht. Aber dieser Boss, der ist nicht mehr lustig, die letzte Phase. Das ist nur noch asozial. Und ich weiß ums Verrecken nicht, was ich anders machen soll, dass ich das besser hinkriege. Weil dieses Timing, ich krieg's ums Verrecken, kriege ich nicht hin. Kann ich jede Phase perfekt schaffen, wenn ich mich nur anstrenge, ne? Aber diese Phase, die ist unschaffbar perfekt. Das geht nicht. Diese zweite Phase, die kostet mir einfach zu viel Leben. Die dritte klappt mittlerweile besser. Aber es bringt alles nichts, wenn wir über die Hälfte des Lebens verlieren, schon bei der zweiten Phase von weiß was ich wie vielen. Und die vierte ist ja dann auch nochmal mörderisch. Und ich weiß ja nicht, ob da noch eine fünfte kommt und eine sechste und eine siebte und... Ach, schmeißt mir einfach alles entgegen. Our survival depended on it. Das ist wirklich ätzend. You think they will welcome you? They will have no idea of what you did. They don't even know we exist. They said you corrupted their world, but they corrupted you. Ah.
Also geil, was ich dazu sagen soll. Es ist nur noch ätzend und nervig gerade. Für mich ist das gerade hier die Hölle. You have traits I have never seen in any of us. Selfishness. Also scheiß auf das gute Ende, wenn dieses Spiel spielt. Bis dahin war dieses Spiel echt nice und lustig, aber dieser Boss ist wirklich ekelhaft. Und es liegt auch nicht an der falschen Strategie oder so, die ich einfach habe. Es liegt einfach daran, dass ich es nicht hinkriege. Und da sind wir mal wieder. Hello Bullet Hell, my old friend. I come to wipe at you again, ey. Das Ach, ey. Es ist nicht wahr. Bis dann hat es echt gut geklappt. Die zwei Schaden jetzt zum Schluss waren echt unnötig. Im Prinzip genauso wie diese zwei Schaden hier. Oh, mit drei Punkten wieder. Das wird wieder lustig, da durchzukommen. Besonders sobald diese Barriers noch einsetzen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein fucking Gott. Boah, Leute, ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich bin einfach raus. Guckt euch das Ende an. Möchtest du einen echten Hasen sehen? Ja gut, er war also wirklich der Gute.
Wow, ich bin 184 Mal gestorben. Okay. Ja, das war Fury. 8 Stunden, 12 Minuten, 46 Sekunden haben wir gebraucht. 17 Folgen lang. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge ist. Das werde ich beim Schneiden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Das war Fury Let's Play. Ich bin absolut fertig. Ich kann nur sagen, ich empfehle dieses Spiel auf jeden Fall den letzten Boss nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, wobei doch, den letzten Boss empfehle ich auch. Bis auf die letzte Phase. Lass die weg, wenn es irgendwie geht. Es versucht's einfach. Irgendwie kriegt ihr das bestimmt hin. Ich drücke auf Hauptmenü. Und wir sehen nochmal das letzte Mal, was wir gespielt haben. Fury. Kill him and you'll be free. Okay, höherer Schwierigkeitsgrad, ne? Und Speedrun. Nein, machen wir nicht. Wir sind raus. Nochmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Let's Play. Bis morgen zum Recore. Auf Wiedersehen.